Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV, hier bei TV Aktuell. Im Bayerischen Landtag haben alle Fraktionen die Möglichkeit, auf aktuelle Vorgänge im Freistaat zu reagieren. Dabei nutzt man die sogenannte Aktuelle Stunde. In dieser Woche war die SPD dran und ging Richtung Europawahl. Diese Aktuelle Stunde nannte sich für ein Europa der Bürger, der Chancen und des Wachstums. Klingt nach Wahlplakat. Wir haben die bayerischen Abgeordneten gefragt, was kann man denn in Europa verbessern? Wir haben Frieden, wir haben Wohlstand und ich finde, es ist wirklich so, dass man mehr versuchen sollte, das Positive rüberzubringen. Man hat halt in der letzten Zeit eher so den Eindruck bekommen, naja, dieses Europa ist eigentlich dazu da, zum einen die Kommunen zu gängeln. Da könnte man viel machen, wenn man vieles unbürokratischer ablaufen lassen könnte. Wir müssen nur aufpassen, dass wir weniger Reglementierung haben, weniger Bürokratie, die Eigenverantwortung der Regionen stärken, dann haben wir große Akzeptanz für Europa. Bayerns Hausärzte werden ja von der Politik gehegt und gepflegt. Diesmal aber fordern die Freien Wähler und die Grünen und eventuell auch noch weitere Fraktionen einen Untersuchungsausschuss. Betrügereien in Milliardenhöhe sollen bei Abrechnungen mit dem Labor Schottdorf vorgefallen sein. Dieses Labor steht schon seit vielen Jahren im Visier der Staatsanwaltschaft. Diesmal aber soll die Justiz bis zur Verjährung tatenlos geblieben sein. Ja, ich denke, wichtig ist der Bericht, den der Minister auch vorstellen wird im Ausschuss. Und dann wird man entscheiden, wie man weiter vorgehen wird. Ich glaube schon, dass man dem Herrn Minister Bausback die Gelegenheit geben sollte, im Ausschuss Rede und Antwort zu stehen. Und dann, wenn sich herausstellt, dass es nicht ausreichend ist, dass es zu wenig transparent ist, dann kann man sich der Frage stellen, ist ein Untersuchungsausschuss nötig? Die sogenannte Schottdorf-Affäre wird uns wohl noch etwas länger beschäftigen. In der Regel initiieren Fraktionen so einen Untersuchungsausschuss, wenn man bereits belastendes Material auf Lager hat. Soweit die aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder zu Plenum TV hier bei TV Aktuell.